erreicht. Ziel wurde zerstört. Ausgewähltes Ziel abschießen. Verstanden. Aufschließen und formieren. Roger! Bei mir formieren. Roger meine ich. Mein Ziel angreifen. Verstanden. Zerstört. Ausgewähltes Ziel abschießen. Roger! Ziel wurde zerstört. Mein Ziel angreifen. Roger. Mein Ziel angreifen. Roger. Zerstört. Foxtrot 2-5. MEC-Gruppen haben die Wachtürme aller der Gefangenenunterkünfte freigemacht. RC-Boden, versuchen Sie da reinzugehen und Leute rauszuholen. Roger, die Verteidigung ist immer noch ziemlich solide. Schauen wir mal, was wir tun können. Ausgewähltes Ziel abschießen. Roger. Zerstört.
zerstört. Ziel zerstört. Wir haben die Wachtürme einer weiteren Unterkunft freigemacht. Gut gemacht, Jungs. Haben wir schon. Sobald wir ein bisschen Raum bekommen, fangen wir an, Leute da rauszuholen. Aufschließen und formieren. Roger! Bei mir formieren. Roger. Bei mir formieren. Roger. Ziel zerstört. Evakuierungseinsatz bereithalten. Roger, RC! Machen uns bereit! Kulin, ihr Ian Dresari. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie wollten doch meine Familie auslöschen, oder? Jetzt haben Sie Gelegenheit, das Projekt abzuschließen. Danke für das freundliche Angebot, Herr Dresari. Fürst Roland wird sich freuen, Sie endlich los zu sein. Sicher ist er begeistert, wenn ich ihm von Ihrem Ableben berichte. Wer weiß, vielleicht springt ja noch eine Beförderung für mich raus. Danke vorab. Erst müssen Sie das auch schaffen, Kulin. Ich habe ja jetzt Ihre Position. Geht Sie alles ganz schnell. Hey, leicht wird's nicht, aber es lohnt sich, wenn wir diesen Schlechter aus dem Weg räumen. Er hat einen neuen Mac. Das wird nicht einfach. Mein Ziel angreifen. Roger! Mein Ziel angreifen. Roger! Mein Ziel angreifen. Verstanden. Ja? Haben Sie ein Problem mit Ihrem Mac, Herr Dresari? Ziel wurde zerstört. Ziel zerstört! Das Ziel ist Geschichte. Ausgewähltes Ziel abschießen. Verstanden. Ziel zerstört. Mein Ziel angreifen. Roger! Eine Kakerlake weniger auf Kantaris. Omega Zentrale. Hier Omega Lanzenführung. Alle Verteidigungsstellungen neutralisiert. Das Lager ist frei. Kulin ist tot. Sieht aus, als wäre es ein harter Kampf gewesen. Kommen Sie zurück, Omega-150. Ich koordiniere die Gefangenenbefreiung mit dem Widerstand. Wir haben alles beisammen, bereit zum nächsten Einsatz. Sobald alle wieder da sind, können wir abheben.
Und Sie kriegen etwas wohlverdiente Ruhe. Ian, es gibt hier eine Menge Menschen, die dir viel verdanken. Wir koordinieren noch immer die Evakuierung der Gefangenen. Heute Nacht beginnen wir, sie auf dem Luftweg aus Hadra herauszuholen. Bis Rolands Verstärkungstruppen hier sind, sind wir längst weg. Wir treffen uns in Jitil und konzentrieren uns auf die Zurückeroberung des Kapitols. Es wird ein schwerer Kampf werden, aber... Sir, es tut mir leid, wenn ich unterbreche. Wir empfangen gerade eine Übertragung, die Sie beide sehen müssen. Es ist Roland. Ich stelle durch. Die Küstenstadt Vale wurde als Verteilungsplatz illegaler Waffen und Ausrüstungen identifiziert. Die Terroristen hatten sie gestohlen, um sie gegen Herzog Williams Truppen einzusetzen. Dieser Waffenfluss hat schon zahlreiche Menschenleben innerhalb der Friedenstruppen von Kentaris gekostet. Diese offene Missachtung des Gesetzes ist eine Krankheit. Und wir werden es nicht zulassen, dass sie sich ausbreitet. Egal, ob sie von einem Einzelnen ausgeht, einer Gruppe, einer Stadt oder einem ganzen Planeten. Um daher Ordnung und Frieden auf unserer Welt zu wahren, wurden Streitkräfte mobilisiert. Um 6 Uhr Küstenmeridianzeit wird Vale dem Erdboden gleichgemacht werden. Wir werden kein Haus stehen lassen und niemanden, ob Mann, Frau oder Kind, entkommen lassen und damit verhindern, dass diese subversive Seuche auf den Rest von Kentaris übergreift. Was bedeutet das? Er will Vale zerstören? Was können wir nur tun? Ich weiß es nicht. Rathburn? Ja, Sir. Wo liegt Vale? Haben die Satelliten irgendeine Bewegung in Richtung auf die Region aufgefangen? Nichts von Bedeutung. Vale liegt an der Ostküste. Dünn besiedeltes Gebiet. Rolands militärische Präsenz in dem Gebiet wurde zum größten Teil zurückgedrängt oder eliminiert. Deshalb hat der Widerstand Vorräte durch die Stadt geleitet. Die Region ist zum großen Teil Sumpfgebiet, das heißt abgeschnitten von... Warten Sie! Das könnte wichtig sein. Ich habe eine Nachricht an Roland abgefangen. Sieht aus wie Castro. Polen geht hin und exekutiert Militärgefangene und Sie spielen Völkermord? Seid ihr übergeschnappt? Ist euch denn die Geschichte dieses Planeten nicht bekannt? So werdet ihr keine Rebellion beenden, sondern sie nur schüren. Nicht nur auf ganz Kentaros, sondern darüber hinaus. Bei diesem Wahnsinn mache ich nicht mit. Deshalb habe ich Sie für diese Mission aus der Kommandokette gestrichen. Sie hätten über logistische Details gejammert und uns versichert, dass sofortige Gewaltanwendung nicht praktikabel ist. Inzwischen hat Kommandant Burke einen Flugplatz in der Nähe von Vale ausfindig gemacht, von wo wir das zweite Bombergeschwader für unsere kleine Demonstration starten können. Das gilt nicht. Das zweite? Die schützen den Anflug. Und wenn die Bomber mit Vale fertig sind, wird die Bevölkerung dieses Planeten endlich wissen, wohin ihr Widerstand führt. Und dieser Konflikt wird enden. Ab sofort werden sie sich nur noch auf die Verteidigung des Kapitols konzentrieren. Und Wanda, wenn Sie meine Autorität noch einmal in Frage stellen, werde ich Sie als Bedrohung für diese Mission betrachten und erschießen lassen. Ich denke, damit dürfte unsere Diskussion beendet sein. Major? Ja, Sir. Ein Flugplatz in der Nähe von Vale? Das zweite Bombergeschwader besteht aus Shylones. Sie dürften eine Menge Geschütze an Bord haben, ihre Reichweite ist eingeschränkt. Etwa 70 Klick entfernt liegt ein verlassener Flugplatz. Die Landebahn dürfte lang genug sein. Wir müssen von Jitil abschwenken. Joanna? Ja? Der Widerstand wird ohne uns angreifen müssen. Ist das möglich? Wir werden einige Verluste hinnehmen müssen. Aber wenn es darum geht, Vale zu retten, ja, viel Glück, Ian. Danke. Major, laden Sie hoch, was Sie über den Flugplatz haben. Machen wir uns an die Arbeit. Zu Befehl, Sir. Wir haben ein paar Longtoms geborgen, junge Herzog. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Wer weiß, vielleicht brauchen Sie mal welche. Es handelt sich hauptsächlich um Kurzrohrgeschütze. Wahnsinnig effektiv zur Flächenzielbekämpfung, aber groß und sehr schwer. Ich persönlich mache mir nicht viel aus den Dingern. Meiner Meinung nach sind sie einfach zu langsam. Andererseits kenne ich respektable Mech-Krieger, die auf sie schwören. Wie auch immer, sie stehen zu ihrer Verfügung.